Ja, danke. Ich kann ja dem Kollegen Czap und seinen letzten Sätzen zustimmen. Das ist ja alles ganz klar abgelehnt, muss das werden. Ja. Aber das muss man, ich glaube, ein bisschen anders, entschuldige, wenn ich da jetzt eingreife in die Begründung, aber das, glaube ich, muss man ein bisschen anders begründen. Und zwar mal erstens, die Idee, man muss schauen, dass die Asylgründe wegfallen, dann gibt es keine Einwanderung. Ja, das ist ja wohl nur im Traumland so, weil die Einwanderung, die sich jetzt abspielt, hat ja nichts mit Asylgründen zu tun. Das ist ja zu 99,9% eine Wirtschaftseinwanderung. Da gibt's das eine Problem. Ja, aber zu 99,9%, da kommen ja die politisch Verfolgten und die politischen Gegner aus Eritrea oder aus Syrien oder aus dem Irak. Da kommen Leute, die in Lagern in der Türkei leben, dort aber nicht politisch verfolgt sind, aber aus berechtigten Gründen und verständlichen Gründen in diesen Lagern nicht so gern leben wie in Österreich, Deutschland oder Schweden. Das heißt, der Wegfall der Asylgründe, der Wegfall der politischen Verfolgung und der Verfolgung aus rassischen, religiösen und so weiter Gründen ändert hier gar nichts. Müssen wir mal klar sagen. So ist es. Die zweite Frage ist, die wir uns stellen müssen, und da kommen wir dann in den Dialog mit den Grünen. Wollen wir die schrankenlose Einwanderung nach Europa durch jeden, der subjektiv durchaus verständlich und berechtigt nach Europa kommen wollen? Wenn wir das wollen, dann müssen wir die Anträge Koren und Co. natürlich unterstützen. Das ist das Beste, weil wenn ich in der Botschaft, österreichischen oder EU-Botschaft, einfach ein Visum bekomme, weil ich sage, ich möchte Asyl beantragen in Schweden oder Österreich, na, das ist in Ordnung. Dann ist die Einwanderung wirklich frei und es gibt ja Schätzungen, dass etwa 70% aller der Bevölkerung weltweit in Ländern leben, die potenziell Asylgründe bieten, weil die Zustände so sind, dass man Asyl kriegen könnte. Ja, das sind immerhin lockere, sagen wir mal vorsichtig, 4,5 Milliarden. Wenn wir das wollen, jeder von diesen 4,5 Milliarden, der einen Asylgrund hat, kann zur Botschaft gehen, kann Asyl schreien, dann wird er nach Österreich geschickt mit einem Visum und in Österreich wird dann das Asylverfahren abgeführt. Ja, das Asylverfahren wird positiv oder negativ erledigt. Eine Ausreise gibt es nicht, weil es keine Ausschaffungs- oder Ausweisungs- oder Zurückschaffungskultur gibt. Das sind ja nur Dutzende oder allenfalls ein paar Hunderte, die in Österreich im Jahr ausgewiesen werden. Wenn man das stimmt, die wenigen, die ausgewiesen werden oder zurückfahren, Frau Kollegin aus Tirol, die fahren nach Albanien und in den Kosovo zurück. Aber außereuropäisch gibt es so gut wie keine Abschiebung. Lesen Sie die eigenen Anfragebeantwortungen der Frau Innenministerin. Die einzige Frage, Kollegin Czap und auch Kollegin Korum, die natürlich offen bleibt bei Ihrem Antrag, ist, was passiert mit dem finanziell nicht solventen potenziellen Asylwerber? Der kommt in die österreichische Botschaft, bekommt das Visum, weil er sagt, ich muss ansuchen um Asyl in Österreich, hat aber nicht das Geld für das Flugticket. Das ist natürlich jetzt diskriminierend gegenüber dem Solventen. Da muss also noch eingeführt werden, dass die österreichische Botschaft natürlich auch die Tickets zahlt, dass man nach Österreich fliegen kann und hier das Asylverfahren abführt. Sonst behandeln wir natürlich in unakzeptabler und menschenrechtswidriger Weise ungleich. Weil sonst hängt es ja davon ab, ob ich Geld habe, ob ich in Österreich meine Asylverfahren hier verwirklichen kann oder nicht. Also das fehlt mir, Frau Kollegin. Sonst hätten Sie einen in der grünen Politik perfekten Antrag, um sicherzustellen, dass Österreich Millionen von Einwanderern bekommt, dass die sozialen Standards in Österreich ins Bodenlose sinken und dass Arbeitsplätze in Konkurrenz mit Millionen von Leuten aus der dritten Welt erstritten werden müssen. Wenn wir das wollen, dann kann ich nur sagen, eine Stimme bitte für die Grünen und für den Antrag der Kollegin. Danke. Als